Hallihallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Frohes neues Jahr, wir haben das Jahr 2020. Ich finde, das klingt irgendwie total schön. ihr habt mich jetzt auf YouTube ja natürlich jetzt das allererste Mal dieses Jahr gesehen, weil ich drehe das Video jetzt erst nach Silvester, weil ich jetzt ein paar Tage nochmal mich ausgeruht habe, weil nächste Woche geht es für mich wieder zurück in die reale Welt. Deshalb hat es etwas länger gedauert, in Anführungszeichen, das sind jetzt gerade mal 5 Tage. Und jetzt habe ich gerade das Wohnzimmer mal wieder für mich alleine und ich wollte unbedingt wieder diesen Hintergrund haben für die Jahresfavoriten, weil das hat einigen von euch so gut gefallen letztes Jahr und ich mag das auch mit dem Weihnachtsbaum und dem Feuer im Hintergrund und mir ist auch voll heiß, ich habe so einen extra dicken Weihnachtspulli nochmal angezogen. dann würde ich sagen, laber ich gar nicht viel drum herum, ich starte einfach. Und ich zeige euch meine Favoriten in der Reihenfolge, wie ich auch mein Make-up machen würde. Ich muss nur etwas rumkramen, weil die Kiste, die ich extra genommen habe, ein Tick zu klein geworden ist für das Ganze, was sich da drin verbirgt. Okay, fangen wir an mit Primern. Und zuallererst trage ich jedes Mal auf von Smashbox das Photo Finish Primer Water. Das hier war eine Special Edition, ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Der hier heißt Love Ritual und der ist mit Jasmine und Rose und ich finde den so toll. Der ist jetzt auch schon wieder halb leer, wie man sehen kann. Manche Produkte sind vielleicht ein bisschen zu voll noch für die Zeit, die ich sie benutzt habe, aber ich habe ja den ganzen Dezember, wie ihr wisst, kein Make-up benutzt. Deshalb schon mal ein Monat fällt raus. Das fand ich sehr, sehr gut und das habe ich auch immer da. Ich habe das auch nochmal in ohne diese Geruchsrichtung, das habe ich wie gesagt immer da, weil das ist das Erste, was ich auftrage, bevor ich mein Make-up starte. Und ich kann nicht mehr ohne. Ich habe früher wirklich geglaubt, das ist einfach nur Wasser und das ist wahrscheinlich Einbildung, dass das funktioniert, bis ich es dann halt doch getestet habe. Und was soll ich euch sagen? Ich finde es so toll. Es bringt wirklich was. Es verlängert euer Make-up. Es sorgt dafür, dass die Haut frisch bleibt. Also sie gibt auch nochmal einen Kick Feuchtigkeit und das finde ich halt echt super an dem Teil. Und macht das auch bei jedem drauf, bevor ich andere Leute schminke. Jetzt steht wieder Braut-Make-up in der Tür. Da benutze ich das und ich mag es sehr. Ich benutze es sogar manchmal, wenn mein Setting-Spray nicht in Reichweite steht, als Setting-Spray. Der zweite Primer, den ich euch zeigen möchte, ist von Milk Makeup, der Blur Stick. Ich finde den so grandios. Also wirklich, ich habe ja damals so viel von dem gehört und habe mich einfach nie getraut, da mitzubestellen. Und zuallererst möchte ich auch sagen, er riecht so richtig nach frischen, so wie als wenn so ein bisschen Honig auf ein frisch gebackenes Brot drauf machst oder so. Also es riecht so ein bisschen Honig, obwohl das wahrscheinlich nicht stimmt, das ist wahrscheinlich nur Einbildung. Aber ich finde das so toll und wie gesagt, ich habe da nicht so dran geglaubt, weil alle halt voll abgefahren sind und haben gesagt, das sieht aus wie Facetune, also alle Poren verschwinden. Und es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich glaube, ich habe den in der First Impression mit euch getestet und da habe ich sogar da gesessen und habe gesagt, ach du Scheiße, das sieht ja echt krass aus und es ist wirklich so. Also, und da ist ja so viel drin in dem Teil, dass ich den wirklich jedes Mal benutze und ich trage ihn einfach so auf die Stellen, in denen ich sie haben möchte. Und dann teile ich das so ein bisschen auf die Wange aus, weil das halt hier bei mir auch echt extrem ist. Und deshalb, also er sieht halt auch dadurch ein bisschen schnubberig aus. Den mag ich unglaublich sehr und zum Glück gibt es das jetzt alles bei Sephora Deutschland. Also wir müssen da nicht mehr über zig Umwege bestellen. Das ist sehr, sehr gut. Den kann ich euch wirklich ans Herz legen für alle Mädels, die große Poren haben. Dann habe ich noch einen Primer zu zeigen, irgendwo. Und eigentlich möchte ich den gar nicht zeigen, weil ich mich dann so schlecht fühle. Und zwar von Tatcha, der Silk Canvas Primer. Ich musste ganz kurz dran riechen. Meiner sieht jetzt von innen so aus, also er ist schon benutzt. Ich mache es nicht mehr mit diesem Spatula-Teil hier. Das sieht ja so doof aus, sondern ich gehe einfach so da rein und dann schmier ich mir das halt hier hin. Ich komme selber an ihn ja auch nicht mehr ran. Also den hat mir eine liebe Freundin aus New York mitgebracht. Ja, sie war in New York zu der Zeit. Ja, den hat sie mir aus New York mitgebracht. Und sogar die Verkäuferin hat dann damit gesagt, that's the best. Und ich so, ja, let's see. Er ist wirklich der Beste. Also ich finde ihn so gut. Ich habe ihn jetzt an meiner Cousine genommen, die heiratet bald. Und da werden wir das Make-up mit ihm auch wieder auftragen, weil das einfach so einen tollen Untergrund gibt. Also es ist wirklich richtig schön,
Sieht gepflegt einfach aus. Also er ist nicht super mattierend oder so, finde ich gar nicht. Also ich würde ihn sogar einer Freundin mit trockener Haut empfehlen. Er gibt wirklich eine ganz, ganz tolle Grundierung. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, ob er Öl zurückhält oder nicht, weil das mache ich immer aus an der Foundation und dann am Settingpuder. Ich kann es euch nicht sagen, ob er das tut, weil ja, die Kombi, die ich halt so in allem benutze, da passiert bei meinem Öl recht wenig. Deshalb weiß ich nicht, ob es nur an ihm liegt. Aber ich kann ihn euch echt empfehlen. Also wenn mal jemand in den USA ist oder ihr jemanden kennt, der in den USA ist, würde ich euch auf jeden Fall sagen, lasst ihn euch mitbringen oder nehmt ihn euch mit. Und ich persönlich würde davon abraten, auf keinen Fall auf irgendwelchen anderen Seiten kaufen für 90 Euro oder 100 Euro habe ich ihn schon gesehen. Das würde ich auf keinen Fall machen. Also man kann ja ohne ihn leben. Ich habe es vorher auch hingekriegt. Und wenn er leer ist, muss ich auch wieder damit auskommen. Also ich werde ihn jetzt nicht benutzen, nur weil er dann nicht mehr da ist. Also das würde ich nicht machen. Und ich hoffe, dass es keiner tut. Also ich sehe das zwar sehr, sehr oft, und dass es auf Seiten bestellt wird oder auch auf Amazon für 80, 90 Euro teilweise. Das sehe ich überhaupt nicht. Also das würde ich niemals für ihn ausgeben. Wirklich nicht. Es ist keine Neuerfindung, die euer Make-up jetzt mega Photoshop aussehen lässt, das nicht. Deshalb würde ich mich da wirklich nicht in Unkosten stürzen. Aber falls ihr die Möglichkeit habt, ihn euch zu besorgen, könnt ihr das wirklich tun. Ich glaube, dass er für alle funktioniert und ich finde ihn wirklich schön. Foundation habe ich euch eigentlich nur zwei zum Zeigen. Eine kennt ihr schon. Und zwar die Too Faced Peach Perfect Foundation. Und von Urban Decay die Stay Naked Foundation. Die ist relativ neu. Und mein Jahresfavorit sind die beiden dann quasi zusammen. Die beiden zusammen ergeben eine Kombination, das ist ein Traum, wirklich. Ich trage es auch heute wieder, weil die Too Faced Foundation ist die Farbe Porcelain und die ist mir einen ganz, ganz kleinen Tick zu dunkel. Und diese hier ist mir viel zu hell. Das sieht jetzt hier vielleicht nicht so aus, aber wenn ich die auftrage, das ist wirklich fast weiß. Also das sieht auch nicht dann so schön aus. Und ich finde, sie ist ein bisschen trockener als diese Foundation. Und deshalb, der Mix der beiden ist grandios. Und ihr seht, ich bin in der Mitte etwas heller. Da trage ich dann ein bisschen mehr von der auf. Und außen tupfe ich dann diese drüber mit dem Schwamm. Und ich bin einfach, ja, so verliebt in diese Kombination. Ich hoffe, dass eins der Mädels, die auch ein bisschen ölige Haut haben oder damit zu kämpfen haben und diese beiden zu Hause haben, mischt sie bitte mal und sagt mir, was ihr denkt, weil ich finde das eine mega Hammer-Kombi. Wie gesagt, die hier ist auch so gut wie leer, habe aber eine neue gekauft und ja, das ist einfach eine Bombenkombination. Und als Concealer möchte ich euch eigentlich nur einen zeigen, weil es gab dieses Jahr keinen, der so toll für mich gewesen ist. Und zwar von Jouer, der Essential High Coverage Liquid Concealer. Der ist so toll. Er ist so, so toll. Ich finde ihn persönlich noch einen Tick besser auch als den Shape Tape Concealer. Und Shape Tape ist schon so, der ist sehr, sehr weit oben. Ich hoffe, dass auch bei mir mal wieder einer ankommt. Ich habe jetzt bestellt bei Tarte, aber ich habe noch nie eine Tarte-Bestellung bekommen. Ich habe schon drei oder viermal bestellt und die sind immer alle verloren gegangen. Jedes Mal. Die letzte Tarte-Bestellung hat eine liebe Zuschauerin für mich gemacht und hat mir die Sachen dann hierher bestellt, hierher geschickt. Weil das irgendwie nie ankommt. Und jetzt habe ich wieder das Gleiche, dass da steht, es kann nicht zugestellt werden. Also es ist ganz, ganz komisch. Und das ist aber hier die Nummer 1 geworden. Also ich finde den so schön und er ist wirklich Full Coverage, aber nicht so, dass das hier unten so zugebapscht aussieht und dass dann eure Fältchen hier unten rauskommen oder so. Also das gar nicht. Er sieht sehr natürlich aus, aber die Deckkraft ist wirklich hoch. Und das gefällt mir an ihm einfach so gut und da kam dieses Jahr kein Concealer ran. Das ist Setting Puder. Ihr wisst, Too Faced Peach Perfect Puder ist mein Holy Grail. Aber ich halte euch das jetzt nicht schon wieder in die Kamera. Und ich zeige euch jetzt das zweite Puder, das ich mindestens genauso gut finde. Und zwar ist das von Nykia Joy Cosmetics, das Velvet Finishing Powder. So heißt das. Das Ganze wird aus Australien verschickt. Ja, weil es ist eine australische Make-up-Marke von Nykia Joy, ist auch eine YouTuberin. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie viel Versand ich bezahlt habe. Entweder 10 Dollar oder 12 Dollar. Kein Zoll, gar nichts. Das kam einfach an die Tür. Das hat, glaube ich, an die 10 Tage ungefähr gedauert. Wirklich top. Und auch der Sponge von ihr ist mein absoluter Favorit. Ich habe ihn nur leider vergessen, in die Box zu legen. Ja, aber dieses Puder hier ist so toll. Es ist ein sofort Facetune-Effekt. Also es ist wirklich richtig fein, das Puder. Das Too Faced Puder ist noch ein bisschen krumm.
gröber, finde ich, so von der Textur her. Und das hier ist wie Staub, also wie Puderzucker. Das ist so fein. Es riecht unglaublich toll nach Vanille. Jedes Mal, wenn ich da sitze, denke ich... Also es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Puder. Und ich liebe es. Ich werde es mir auf jeden Fall wieder nachkaufen bei ihr. Weil sie hat jetzt auch noch eine Highlighter-Palette rausgebracht. Die, denke ich, werde ich mir dann auch mal anschauen. Ich habe nämlich ja keine Highlighter, wie ihr wisst. Deshalb bestelle ich nochmal bei ihr. Aber ich finde das so ein tolles Puder. Und wie gesagt, es ist halt so fein. Das gefällt mir so gut daran. Da ist auch recht viel drin sogar. Da sind 20 Gramm drin. Das geht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, was es gekostet hat. Aber ihr findet natürlich alle Produkte wie immer unten in der Infobox. Ja, also das ist einfach so super geworden, dass das teilweise im täglichen Gebrauch gewesen ist. Und ich das Too Faced Puder nur noch nehme, wenn ich wohin gehe, wo ich weiß... Ich brauche heute mein Too Faced Puder, ne? Wie eine Hochzeit oder sowas oder eine Veranstaltung. Wir waren jetzt letztens bei den Ehrlich Brothers gewesen. Da trage ich das dann, wenn ich weiß, ich habe Angst, wenn ich schwitzen könnte oder so. Dann nehme ich das Too Faced Puder. Dann machen wir mit Bronzern weiter, weil im Alltag zum Beispiel mache ich immer erst mein Gesicht zu Ende. Und zwar für die Bronzer habe ich zwei Stück. Und das sind diese hier. Das ist einmal von Marc Jacobs natürlich, der Tantastic Bronzer. Und von Morphe der Glam Bronze in der Farbe Icon. Diese zwei. Also, den von Marc Jacobs kennt, glaube ich, ja mittlerweile die ganze Welt. Ich habe auch gehört, dass es ihn im Standard jetzt gibt. Also, dass man immer wieder an ihn rankommt. Das ist auch sehr, sehr gut, weil meiner ist, ja, wirklich ordentlich benutzt. Aber ich glaube nicht, dass ich den so schnell aufbrauchen werde. Also, obwohl er fast im täglichen Gebrauch ist und er ist mega dreckig, glaube ich nicht so schnell, dass er leer sein wird, dass ich mir einen neuen kaufen muss. Das ist ja das Tolle daran. Und dann von Morphe, wie gesagt, dieser Bronzer hier, der sieht so aus, der ist auch recht groß. Der war in einer Sommerkollektion. Ich weiß jetzt nicht, ob es den mittlerweile im Standardsortiment gibt, aber das schaue ich mir auf jeden Fall mal an, weil ich finde den so toll. Der ist für helle Häutchen wirklich richtig gut. Ich habe ihn auf der Nase zum Beispiel so ein bisschen und auf den Wangen habe ich den Marc Jacobs. Sorry, jetzt war meine Speicherkarte voll. Ich weiß nicht mal genau, wo ich jetzt aufgehört habe zu reden. Auf jeden Fall war das ja eine Sommerkollektion. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Ich habe ihn heute nur auf der Nase genommen und an der Seite den Marc Jacobs Bronzer, weil der hier noch so ein bisschen auf der kühleren Seite ist, im Gegensatz zu Marc Jacobs. Allerdings benutze ich im Moment relativ wenig Bronzer, weil so im Winter, finde ich, fällt das halt voll auf. Wenn der Rest halt dann so mega weiß ist und dann ja, bist du so mega braun im Gesicht irgendwie. Deswegen nehme ich nicht mehr so viel wie jetzt im Sommer zum Beispiel. Dann habe ich aber noch eine Face-Palette zu zeigen, wo auch ein Bronzer drin ist, den ich großartig fand. Und zwar von Becca und Khloe Kardashian zusammen mit Malika, die Face-Palette, die quasi für hellere Häute ist, also die Khloe-Palette. Ich glaube, die hat auch keinen richtigen Namen, außer dass es halt ja, Khloes Palette ist. So sieht die aus. Und wie gesagt, das hier unten ist auch ein Bronzer und der heißt auch Coco Bronze. Also das wäre so die Farbe, die sie halt immer benutzt. Und wie gesagt, sie ist ja auch relativ hell. Das hier sind zwei Blushes und ein Highlighter. Den Highlighter zum Beispiel habe ich auf meiner allerletzten Braut, auf der Cousine von meinem Freund genommen. Den fand sie auch so schön. Und die zwei Blushes haben so einen leichten Sheen. Und die Palette ist ein Favorit als eins. Also wenn ich die im Gesicht nehme, also alle zusammen, den Bronzer, den Blush und den Highlighter, das sieht einfach so schön aus. Der Bronzer gefällt mir manchmal nicht so gut mit einem anderen Blush. Das ist irgendwie total unterschiedlich. Ich weiß auch nicht genau wieso. Aber ja, also diese Sachen zusammen gefallen mir so unglaublich gut und ich liebe diese Palette. Das haben die wirklich richtig toll gemacht und gerade diesen Sheen in den Blush, das finde ich so schön, weil der halt auch bei Mädels mit öliger Haut nicht so sehr mega auffallend ist, weil Khloe selbst hat ja auch große Poren und ölige Haut, also das ist schon so, glaube ich, ein bisschen echt an sie angepasst. Dann kommen wir zu Blushes und da habe ich euch zwei zum Zeigen. Farblich gesehen hat sich meine Blush-Liebe total auf die kühlere Seite geschwungen. Also früher war so, also ich liebe ihn heute noch, aber Mac Melba zum Beispiel, das war mein Nonplusultra. Der ist aber auf der relativen warmeren Seite, so ein peachiges Warm. Und ich stehe so auf dieses Kühle im Moment, das ist nicht mehr feierlich. Den Blush, den ich euch jetzt zeige, den gibt es leider nicht mehr, aber ich habe ihn halt so oft benutzt. Den habe ich auch einer lieben Zuschauerin abgekauft. Die hat mich angeschrieben und hat gesagt, ich habe gesehen, du suchst den Blush, ich habe ihn zu verkaufen, möchtest du ihn?
Und zwar ist der von MAC und der Patrick Star LE. Und das war, glaube ich, die Sommerkollektion. Also der hat ja ein Jahr lang ständig was rausgebracht. Und das ist der Take Me Home Blush. So sieht der von innen aus. Und ihr seht, der ist so ein Tick kühler. Und ich trage ihn auch jetzt hier vorne. Vielleicht kann man es erkennen in der Kamera. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsste hier relativ pink ausschauen. Und das habe ich unglaublich geliebt dieses Jahr. Also das hat sich so geändert bei mir. Ich stehe total auf diese Töne. Mein Ohr ist total rot. Aber mir ist auch so heiß hier drin. Also ich stehe total auf diese lila, kühl-rosé-Töne. Also richtig schlimm geworden bei mir. Auch zum Beispiel sehr geliebt von Jouer, ein Blush Duo. Das ist farblich fast identisch mit dem Blush hier. Also das kann ich euch sehr empfehlen. Der hier unten ist hier noch ein bisschen wärmer. Der in dem Jouer Blush ist richtig pink. Also auch ganz, ganz toll. Und der zweite Blush, oh mein Gott, was war ich hinter diesem Blush her? Also erst war er ständig ausverkauft. Und dann habe ich ihn, glaube ich, mit der Maren in Frankfurt gekauft, als wir zusammen im Sephora waren, weil er dann auch endlich mal da gewesen ist. Und zwar von Charlotte Tilbury, der Titty Blush. Der Swish and Pop Blush, aber der sieht ja aus wie ihr Nippel. Und zwar ist das die Farbe Sex on Fire. Und den wollte ich unbedingt haben, weil der ist auch ein bisschen kühler als ja, man normalerweise halt so ein Blush sieht. Gerade durch diese Farbe in der Mitte. Und der ist auch so schön. Also der gibt auch so einen richtigen Healthy Glow, weil da ist so ein ganz kleines bisschen, finde ich, so ein Schimmerpuder mit drin. Das zieht sich durchs ganze Puder durch, also es geht bis runter. Und das finde ich unglaublich schön. Der gefällt mir so gut, dieser Blush. Und von der Qualität her ist der halt auch richtig mega gut. Charlotte Tilbury, ihr wisst, ich liebe sie. Hier noch eine Face-Palette. Die habe ich recht früh das Jahr gekauft, glaube ich. Und zwar ist das von Benefit die Cheek Leaders Mini Bronze Squad Palette. Da sind drei Mini-Produkte drin und die wurde damals halt schwer gehypt, einfach wegen dem Highlighter. Den gab es damals ausschließlich in dieser Palette. Also wie immer war man gezwungen, eine Palette zu kaufen und dann siehe da, Wochen später war es ein Einzelhighlighter. Und zwar ist das dieser Highlighter hier drinnen, das ist die Farbe Cookie. Der ist so unglaublich schön. Ich liebe diesen Highlighter-Ton. Also der ist so, 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 so schön. Wie gesagt, ich habe mir dann die ganze Palette deshalb nur gekauft. Aber ich mag auch den Blush sehr, sehr hier vorne. Das ist die Farbe Gold Rush. Der allerdings funktioniert nicht mit allen Pinseln, die ich habe. Das ist auch ganz komisch. Der möchte mit einem richtig hart gebundenen Pinsel aufgetragen werden. Weil wenn ich so einen leichten, fluffigen Pinsel nehme, bekomme ich irgendwie kein Produkt auf dem Pinsel. Ich weiß auch nicht. Und dann ist hier noch drin der Hoola Bronzer. Und ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich bin einer der wenigen Menschen, die den Hoola Bronzer nicht mehr so mag. Ich mag total gerne den Hoola Light. Der ist so ein bisschen heller noch. Den trage ich so gerne auf. Aber der Hoola ist irgendwie so komisch bei mir geworden. Also ich greife nicht mehr so oft zu ihm, wie ich das früher getan habe. Ich habe ihn auch immer noch als Einzelbronzer und greife kaum dahin. Aber der große Favorit hier drinne ist definitiv Cookie gewesen. Dann habe ich eine Highlighter-Palette zu zeigen und die ist, oh mein Gott, und zwar von Luvia Cosmetics und Maxime Giacomo. Ich glaube, in jedem Video in letzter Zeit habe ich sie jetzt genommen. Ich habe sie euch auch immer unten in der Infobox verlinkt, weil ich sie so geil einfach finde. Ich drehe es mal ganz kurz. So sieht die Palette von innen aus. Und mein liebster Ton hier drin ist die Farbe Cecilia und die trage ich auch jetzt gerade. Das sind so weiche, cremige Puder. Also das ist so, 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 so schön. Ich liebe diese Palette unglaublich. Cantrell Lake ist auch nochmal so eine Farbe, die gibt auch nochmal so ein bisschen Dimension. Also wirklich sehr, sehr schön. Schuck ist wirklich ganz toll hell, so ein Champagnerhell. Der Karma ist ein bisschen in die lila, pinkige Richtung. Und dann haben wir hier unten Liberation und der ist mir zum Beispiel zu dunkel. Aber ich habe ihn mal als Lidschatten genommen und dafür Hammer. Hier ist auch ein Pinsel dabei und mit dem Pinsel, glaube ich, funktionieren die mit am besten. Und der ist generell sehr, sehr schön. Der passt genau hierhin. Genau dahin. Und wie gesagt, mit dem habe ich heute auch die Farbe Sicilia aufgetragen. Und so schön. Und Sicilia ist, wie gesagt, mein Lieblingston aus der Palette, weil das einfach so ein richtig schönes, warmes Gold. Also ganz toll. Ich liebe diese Palette so sehr.
Nochmal herzlichen Glückwunsch, Maxim und Luvia. Also da habt ihr wirklich ein ganz tolles Produkt auf den Markt geschmissen und ich habe sie nonstop genommen, seitdem ich sie gekauft habe. Der letzte Highlighter ist ein Kylie Highlighter. Das ist auch mein erster. Nee, ist gar nicht wahr. Ich habe noch die losen Highlighter von ihr, diese losen Puder, und die liebe ich auch total. Aber zu denen greife ich momentan überhaupt nicht mehr, weil das schon so ein bisschen Sauerei ist und du da präzise halt sein musst. Und zwar ist das dieser Highlighter hier aus der letzten Khloe Kardashian Kollektion. Das ist die Farbe True Mama. Und der sieht so aus. Das ist auch eine ganz tolle Pink-Champagner-Farbe. Also der ist unglaublich schön. Den werde ich demnächst mal an meiner besten Freundin ausprobieren, wenn wir uns mal wiedersehen, weil sie ist noch ein Tick heller als ich, also Maren von Kanal Fräulein Tee. Und ich kann mir den so gut an ihrer Haut vorstellen, weil sie hat ja auch so einen leichten Rosaton in der Haut. Und ja, also den muss ich unbedingt mal an ihr benutzen. Ich glaube, dass der wirklich an ihr Hammer aussehen wird. Ich persönlich mag auch total die Konsistenz dieses Highlighters, also ich bin da ein großer Fan von. Ich schaue mal, ob es den hier noch gibt. Wie gesagt, ich habe jetzt erst wieder bei Kylie bestellt, weil da gab es wieder Prozente und Shipping war auch, glaube ich, free. Also da ist immer mal was. Ich schaue immer mal da vorbei. Und der war einfach so eine ganz, ganz tolle Farbe. Dann kommen wir auch schon zu den Augen. Ja. Und zwar zeige ich euch zuallererst meinen Primer, den ich nehme. Und da nehme ich nichts anderes als die P. Louise Base, Priming Base wollte ich sagen, also das P. Louise Base. Ich habe die Farbe Rumor 0.5, also 0.5. Bin ich überhaupt im Fokus? Hallo? Er ist noch unglaublich gefüllt, weil du so wenig Produkt brauchst. Also ich finde das immer so krass, wenn ich bei manchen sehe, wie wenig da nur noch drin ist. Da reicht ganz, ganz wenig und mein ganzes Auge ist schon weiß. Also das ist wirklich richtig krass bei mir. Und ich nehme die so gerne. Ich nehme die jetzt immer, wenn ich irgendwie was schminke. Auch heute habe ich sie auf dem Auge und dann schiebe ich die wirklich bis unter die Augenbraue hoch. Das hilft auch so ein bisschen da zu highlighten und so ein bisschen die Augenbraue nochmal zu korrigieren, falls man neue Multifehler gemacht hat. Und ich finde sie so gut und vor allen Dingen ist sie unschlagbar, wenn es um eine Cut Crease geht. Das geht einfach so super mit ihr und ich benutze da gar nichts anderes für. Früher habe ich natürlich Concealer genommen, heute benutze ich nur noch sie. Und ich war am Anfang so... Nee, also setten kann ich, ohne setten kann ich nicht leben. Ich muss das setten, mein Augenlid ist genauso ölig wie der Rest meiner Haut. Das geht bei mir einfach gar nicht. Und das habe ich halt am Anfang auch gemacht und da war ich nicht so der Fan von. Also sie war sehr gut, aber ich dachte so, naja, okay, jetzt hast du sie halt, aber kannst du auch weiterhin Concealer benutzen. Bis ich es mich dann halt mal getraut habe, ich weiß gar nicht mehr, ob es in einem Video war oder einfach nur für ein Foto für Instagram, sie nicht zu setten. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Erstens in der Farbabgabe, wie die Farbe auf dem Auge aussieht. Ich finde, man kann es tatsächlich, obwohl ich es nicht verstehe, besser ausblenden. Obwohl ich immer gedacht habe, wenn der Untergrund einfach so sticky oder nass ist, dann sieht doch einfach nicht so schön aus. Es funktioniert wirklich grandios und ja, das rutscht doch bei mir in die Lidfalte, aber sobald ich das alles verblendet habe mit Lidschatten drauf, rutscht da gar nichts mehr in die Lidfalte. Also das ist... eine Technologie dahinter, die ich noch nicht so ganz verstanden habe, aber ich finde sie wirklich richtig toll und ja, habe zum Glück ja noch sehr, sehr lange von ihr, weil da noch sehr viel drin ist. Kommen wir zu Lidschattenpaletten und ich fange mit den kleineren an und arbeite mich nach unten, wo die großen liegen. Als allererstes möchte ich euch von Colourpop die Sweet Talk Palette vorstellen, weil, ach, was habe ich sie geliebt. Also es ist so eine schöne Palette, die habe ich glaube ich auch einer Zuschauerin abgekauft. Ja, das habe ich auf Instagram bei ihr gesehen, dass sie verkauft. Und habe ich gesagt, hallo, hier, ich. Weil die war immer ausverkauft, wenn ich bestellt habe. Und guckt mal. Ist die nicht hübsch? Ich finde die so hübsch, diese Palette. Unglaublich. Und dieser Glitzer ist hammerschön, der hier. Halt die Seite. Der da. Der ist so, so schön, dieser Glitzer. Ich persönlich habe kein Problem mehr mit dem Glitzer, weil der ist ja so ein bisschen gröber. Den gibt es auch in Pots. Und ja, da steht, dass es nicht für die Augen geeignet ist, aber das steht bei jedem Glitzer eigentlich, den ich so in letzter Zeit mal genommen habe. Ganz, ganz toll. Und ihr wisst, ich liebe Colourpop-Lidschatten, die lassen sich so super verblenden und damit gibt es einfach so schöne Looks. Ich freue mich auch schon wieder jetzt, wenn Frühling kommt, dann kann ich sie wieder benutzen, weil jetzt im Winter habe ich sie wirklich gar nicht genommen. Aber... sie ist einfach so hübsch, auch so zum Angucken, ne? Und die Verpackung und dieser Holo-Effekt hier. Unglaublich schön. Die habe ich auch in einem Video getestet und da haben eigentlich total viele drunter geschrieben,
Da, die Farben sehen so, so schön aus, auch die Bilder damals. Also ganz, ganz tolle Palette. Dann schwer verliebt habe ich mich von Anfang an in die Natasha Denona Sunrise Palette. Das ist das erste Format, das sie hat, das etwas kleiner ist und wo auch die Pans etwas kleiner sind, die aber trotzdem noch als große Palette zählt. So sieht sie aus. So eine schöne Palette, so schön warme Farben, so schön, also so schön auch angereiht. Normalerweise ist sie ja so rum, aber ich weiß nie mit dem Scheiß Spiegel, wie ich das halten soll. Ja, so sieht sie normalerweise aus, so angereiht. Unglaublich toll. Der Ton hier ist so, so schön. Und wie gesagt, dieses Gelb da drin, also es sind ganz tolle Farben. Ich glaube, dass ich auch ein Video zu ihr gemacht habe. Ich glaube, dass es in dem Video war. Also wirklich richtig schöne Farben. Auch hier diese drei Goldtöne hier außen, die sind so ein richtiger Go-To. Also du kannst damit ganz, ganz tolle Looks schminken. Und wie man sieht, habe ich sie auch mehrfach benutzt und finde sie wirklich sehr, sehr schön. Und kann sie euch sehr empfehlen. Ich persönlich finde dieses Format toll von Natasha Denona. Ich habe eine große Palette Lidschattenpalette von ihr. Und das hier finde ich ganz toll, weil sie ist dadurch auch ein bisschen günstiger. Und das Produkt hier drin reicht auf jeden Fall noch. Also ich finde jetzt nicht, dass es so ist, dass man sagt, das kann man nur ein paar Mal benutzen und dann sind die Lidschatten auch schon leer. Das war hier nicht der Fall. Und ich wäre dafür, sie behält diese Größe wirklich bei. Dann haben wir hier noch eine Palette, die relativ spät dieses Jahr in mein Leben gekommen ist und ich liebe sie. Ich habe sie auch heute auf den Augen und zwar von Carly Bible und Anastasia Beverly Hills die Palette. Äußerlich schon mal eine wunderschöne Palette. So, so hübsch. Also wirklich ganz, ganz toll die Palette. Und innen ist sie weiß. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön. Ein paar haben gesagt, das würde schöner aussehen, wenn das alles noch schwarz wäre, aber finde ich gar nicht. Ich finde, dass das so halt einfach viel freundlicher aussieht und so richtig schön clean. Also ich mag das total. Heute habe ich mich an die warmen Farben hier unten gehalten, zusammen mit Bible noch so ein ganz kleines bisschen hier weiter ausgeblendet, weil ich das so schön finde im Moment, wenn das so ein bisschen weiter rausgeht. Und wie gesagt, einfach nur die Farbe Mu und Aura habe ich in der äußeren Hälfte aufgetragen und ist dann alles miteinander vermischt. Auch hier oben schön ausgeblendet. Da ist dann so ein bisschen Schimmer noch in der Crease, aber das ist mir eigentlich egal. Das ist so ein schöner Blown-Out-Effekt. Also ich finde das so schön. Und wie gesagt, ich mag sie unglaublich sehr. Es ist so eine schöne Palette. Habe ich das, glaube ich, schon dreimal gesagt. Anastasia Beverly Hills hat halt mega den Fallout auf, also den Kickback in der Palette. Das ist immer so das ein bisschen, was ich so richtig hasse an den Paletten, weil das ist hier am schlimmsten eigentlich. Also viele Paletten haben das, aber bei ABH ist es halt mit am schlimmsten. Und auch die Glitzer-Lidschatten haben unglaublich Fallout beim Auftragen. Also ich habe das jetzt auch mit dem Finger gemacht, aber trotzdem hat man hier unten einfach so ein paar Bröckelchen und das finde ich halt echt ein bisschen blöde. Und ja, der Preispunkt halt für die Grammanzahl ist nicht sehr der allerbeste. Aber die hier habe ich nicht bereut, gekauft zu haben. Und nur wegen ihr, also das war jetzt wie gesagt seit 2 Jahren oder so mal wieder eine erste ABH-Palette. Meine letzte war, glaube ich, die Novina-Palette. Die habe ich jetzt das ganze Jahr über noch zum Beispiel gar nicht mehr benutzt. Ich habe aufgrund dieser Palette dann die Jackie Einer Palette jetzt bestellt gehabt, weil die hat mir halt von der Optik her sehr gut gefallen. Und ja, die war eine Sale bei Beauty Bay. Die werde ich dann in einer First Impression testen. Und die hier war einfach so schön. Wir machen das der Reihe nach, so wie sie rausgekommen sind. Und zwar kommen wir hier zu dem blauen Sarg, zu meiner Blue Blood Palette. Von Jeffree Star. Oh, ich liebe sie. Das war meine allererste Jeffree Star Palette. Und ich fahre also. Wenn ich ja etwas entwickelt habe, dann ist es eine Liebe zu blauen Lidschatten über die letzten 2 Jahre bestimmt. Und das hier war dann natürlich der größte Heaven on Earth. Also so geil. Meine Spülmaschine ist fertig. Einen Moment. Tada! Ja, also das war natürlich für blaue Lidschattenliebhaber die Palette schlechthin, glaube ich, dieses Jahr. So eine geile Palette. Und der Look, den ich damals mit der gemacht habe, war so einfach und das ging so gut. Ich fand das so mega. Kann ich euch auch mal hier oben in dem i verlinken.
so eine schöne Palette und der Ton damals, also ich habe den im Video genommen. Oh, yummy, yummy. Ganz, ganz toll. Die habe ich auch damals mit zum Verreisen genommen, zur Mare nach Berlin, habe sie damit geschminkt und hatte sie dann auch in einem anderen Video noch genommen, was wir gemacht haben. Und da habe ich mich so ein bisschen an diese pastelligen Töne hier unten gehalten. Und das war auch richtig toll. Und der Kukulinen, glaube ich, heißt der Lidschatten hier oben, der ist so geil für den inneren Augenwinkel. Also Hammer. Der ist so richtig bam in your face. Also ganz, ganz tolle Farbe. Auch den Blue Monday finde ich ganz, ganz toll. Den da, den blauen Lidschatten. Also ich finde die Palette wirklich sehr, sehr gut und ich war absolut begeistert von den Lidschatten. Ich hatte noch nie eine Palette von ihm zu Hause, wie gesagt, nur mal bei anderen halt genommen. Und das war die erste und ich finde sie so geil. Und halt, ja, ich finde, für mich war er so ein bisschen dieses Jahr das... Die Marke schlechthin für 2019. Also er hat da schon so ein bisschen den Markt, finde ich, durcheinander gebracht mit allem drum und dran und hat da auch wirklich tolle Produkte auf den Markt gebracht. Also ich finde, sein 2019 ist nicht so schlecht gelaufen und die Optik einfach dieser Paletten, die er da jetzt gemacht hat, ist einfach Hammer. Also ich finde das so geil, dass man da wirklich was auch für sein Geld bekommt und nicht einfach so 0815 hier aufklappen, zuklappen und nicht mal ein Spiegel oder sowas noch drin. Also wirklich toll und optisch ist sie einfach toll. Das einzige Manko, was sie hat, man kann sie nirgendwo so richtig aufbewahren. Sie steht leider oben frei rum, also sie steht quasi im Weg. Die nächste Palette, die ich euch zeige, auch. Aber trotzdem, einfach halt optisch. Und das ist auf jeden Fall auch so ein Sammlerding. Also die würde ich nie hergeben. Nie. Die nächste Palette, könnt ihr euch wahrscheinlich dann jetzt auch alle denken, ist die Conspiracy Palette zusammen mit Shane Dawson und Jeffree Star. Die hat zwei Clips. Sie ist der Verpackung natürlich sehr ähnlich von der Blue Blood. Das alles ist ja auch an die Blood Sugar angelehnt. Also die war die erste, die diesen bulkigen Aufbau hatte. Aber diese hier läuft quasi in der Mitte hoch. Kann man das hier vielleicht gut erkennen? Hoch zu so einem Dreieck. Und ja, hier an den Seiten geht sie halt wieder runter. Und das andere war halt wirklich so eine richtige Sargform. Und sie hat zwei Clips in schwarz, also optischer Hammer. Und so sah sie dann von innen aus. Ihr habt sie auch in dem Video bei mir natürlich gesehen. Da habe ich zusammen mit Maren mehrere Looks geschminkt. Und die ist einfach auch so eine vielseitige, schöne Palette. Ich habe sie damals schon im Video gesehen und wusste, okay, die kaufe ich mir auf jeden Fall, weil sie halt mir persönlich tatsächlich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ja... Also ich brauche da nicht viel zu sagen. Ich finde, dass es eine tolle Farbzusammenstellung ist, weil es ist nicht eben dieses 0815 typische Neutral Brown oder Mauve, was wir jetzt halt alle wirklich sehr, sehr oft schon haben. Ich finde, sie ist sehr, sehr vielseitig. Sie hat sehr schöne Farben da drin. Ich habe mich immer noch nicht getraut, Trisha zu benutzen, weil der so schön aussieht in der Palette. Also der liegt da drin und der sieht einfach lecker aus und... Der sieht so wunderschön aus, dass ich mich wirklich immer noch nicht getraut habe, reinzufassen. Genauso wie in Illuminati, da habe ich auch noch nicht reingefasst. Aber den Rest habe ich jetzt schon benutzt und ich finde die so geil, diese Palette. So eine schöne Palette. Am liebsten mag ich den Ton Diet Cola. Oh Gott. Mag ich Diet Cola. Das ist diese Farbe hier unten. Oh mein Gott, ich bin eben in den Lidschatten reingekommen. Am meisten mag ich die Farbe Diet Cola hier unten. Die ist so pigmentiert, die ist so geil. Silber, richtig toll. Also ganz, ganz tolle Farbe. Genauso wie Sleep Paralysis, die mag ich auch sehr. Dann haben wir hier oben Just a Theory. Das ist so ein richtig toller Alltags-Rosé-Ton. Oder ich mache mich schick, wir geben das Essen-Ton. Also ganz, ganz toll. Und wie gesagt, ich war ein großer Fan dieser Palette. Genauso wie ich ein großer Fan seiner Serie war, die er zusammen mit Shane Dawson gemacht hat. Und ja... Ich weiß, ich war auch auf der Seite der Leute, die gesagt haben, wir wollen mehr Tee. Aber mich hat das total interessiert, wie dieses Ganze abgelaufen ist. Wie viel produziert werden muss, wie entsteht das Packaging, alles. Also ich fand das wirklich total interessant. Und ja, selbst wenn ich jetzt gesagt hätte, mir gefallen, aber ein paar Sachen nicht in der Palette, glaube ich, hätte ich sie mir trotzdem gekauft. Einfach, weil mich das, ja, gecatcht hat. Also ich war überzeugt. Sie haben mich als... potenziellen Kunden gekriegt und ja.
Das war natürlich auch so mit halt einer der Sachen aus 2019, die alle verrückt gemacht hat und ich liebe sie. Dann möchte ich euch meine Augenbrauenkombination zeigen, die ich immer benutze. Ich trage sie auch heute von Anastasia Beverly Hills, die Dip Brow Pomade und von Catrice, das Brow Colorist. Diese zwei Sachen sind einfach mein absolutes Favorite und ich benutze gar nichts anderes mehr. Tagsüber, wenn ich auf die Arbeit gehe oder so, benutze ich ausschließlich dieses Gel, das ich mir so reinkämme. Mehr mache ich gar nicht. Wenn ich filme, wenn ich Fotos mache oder weggehe, benutze ich immer die Dip Brow. Es kommt drauf an, was ich mache. Also wenn ich jetzt nur mit meinem Freund und ein paar Freunden essen gehe oder wir gehen zu denen nach Hause oder so, dann mache ich da fast gar nichts. Dann fülle ich einfach nur hier hinten so ein bisschen das Schwänzchen aus, weil das ist bei mir echt spärlich. Und dann male ich einfach nur hier unten so ein bisschen rum und das war es auch schon. Heute ist jetzt auch nicht so viel geworden, einfach nur, weil ich so ein bisschen faul gewesen bin. Aber ja, diese zwei Sachen sind bei mir fast täglich im Gebrauch. Das hier ist täglich im Gebrauch und das hier oftmals halt, weil ich ja wie gesagt auch nach der Arbeit noch filme. Und ich persönlich finde, es gibt keine bessere. Ich habe auch das Carbrow, aber das war bei mir 1, 2, 3 ausgetrocknet und ich komme mit ihr einfach besser klar. Sie ist ein Tick cremiger. Dann kommen wir zur Fraktion Wimpern. Viele können sich es vielleicht schon denken, ich trage sie auch heute wieder. Das waren meine Lieblingswimpern aus diesem Jahr und zwar von Lily Lashes, der Style Mykonos. Ich habe hier noch die Außenverpackung, wie gesagt, ich trage sie jetzt gerade. Das sind so eine der krassesten Wimpern, die ich so besitze, die man haben kann. Ich habe sie meiner Cousine jetzt aus Spaß mal auf die Augen gelegt für ihre Hochzeit. Wir haben einzelne Wimpern bei ihr genommen und sie sagte schon, das ist mir schon fast, also die spüre ich schon, weil ich habe ja damals von Adele die Wispies drauf und da saß sie so da die ganze Zeit und konnte das halt überhaupt nicht aushalten. Deswegen haben wir ihr jetzt einzelne Wimpern reingemacht, wenn sie heiratet und habe ihr die dann aus Spaß draufgesetzt und sie, okay. Und die Augen wurden richtig schwer und ich spüre die gar nicht mehr. Ich sehe die auch selber nicht, also früher hatte man ja so ein bisschen das Gefühl, wenn man so neue Wimpern zum ersten Mal hatte, dass man sie selber sieht. Das tue ich nicht, was ich jetzt nicht weiß, wenn ich hochgucke, ob die meine Augenbrauen berühren. Das kann ich euch gar nicht genau sagen. Aber die sind einfach so schön. Ich liebe die. Ja, das waren so meine allerliebsten Wimpern dieses Jahr. Und mein absoluter Holy Grail für ever ist von Velour Lashes, der Style Dream Girl. Diese hier sind leider kaputt, die habe ich schon kaputt gemacht, aber ich benutze sie trotzdem noch. Ich habe sie aus Versehen in der Mitte geteilt, diese da. Ja, aber das sind so meine absoluten Lieblingswimpern, weil sie geben Länge, aber sie sind ein bisschen aufgefächert, also sie sind nicht so sehr auffällig wie die jetzt zum Beispiel. Sie haben ein unglaublich dünnes Wimpernband, also das ist sehr, 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 sehr dünn. Die werde ich mir auf jeden Fall demnächst nachkaufen. Sie gibt es leider nicht mehr bei Beauty Bay, warum auch immer. Deshalb muss ich mal gucken. Ich habe aber, glaube ich, noch eine Seite entdeckt, wo es die gab letztens. Aber verlinke ich euch in der Infobox mal, weil die gab es da leider nicht mehr. Mal schauen, wo das war. Es könnte Purish gewesen sein, aber ich bin mir nicht sicher. Das auf jeden Fall sind für mich die besten Wimpern aller Zeiten, weil sie sind sehr dünn, sehr leicht und der Style ist einfach unglaublich schön. Der Style Dream Girl. Jetzt hat die Kamera leider wieder aufgehört zu filmen und ich habe es nicht mitgekriegt. Ich weiß leider nicht genau, wann sie das letzte Mal gefilmt hat. Auf jeden Fall habe ich euch nochmal meine Lieblingsmascara gezeigt. Das war von Benefit, die Bad Girl Bang Mascara. Das hier ist eine Travel Size, einfach weil ich die letztes Mal geschenkt bekommen habe beim Douglas. Und den ich gekauft habe, der ist halt noch eingepackt, weil der hier ist ja noch voll. Und dann... Fuchs. Dann... Unglaublich geliebt habe ich diese Mascara hier und zwar von We Makeup, die More Mascara. We Makeup kommt aus Italien und diese Mascara ist so, so gut gewesen. Also Hammer. Die hat eine ganz interessante Bürste. Ich hoffe, dass ihr die erkennen könnt. Und die hat auch vorne noch so ein paar kleine Härchen. Mit der könnt ihr dann ganz, ganz toll in dem inneren Augenwinkel arbeiten. Und ich finde die so gut, diese Mascara. Ich habe sie auch heute wieder im unteren Wimpernkranz benutzt. Ihr müsst sie aber so ein bisschen, ja, ich sag mal, abschreifen, weil da kann schon so viel drauf sein, dass das hier unten ein bisschen hängen bleibt zum Beispiel. Aber sie ist richtig toll. Sie sitzt bombenfest. Sie ist meiner Meinung nach dann quasi dadurch auch fast wasserfest. Sie geht einen Tick schwer ab, aber ich mache das sowieso immer mit Waschgel in der Dusche. Deshalb ist das für mich jetzt nicht so das Problem.
Und mein Lieblings-Eyeliner habe ich euch gezeigt. Das war dieser hier, den ich auch natürlich jetzt drauf habe. Und zwar der Tattoo-Liner von Kat Von D. Ich war auch schwer verliebt in den von Pixi. Das war aber eine Kollektion mit einer YouTuberin, glaube ich. Und da war so ein Kajalstift noch dran. Der ist jetzt aber bald leer und den kann ich nicht nachkaufen. Deswegen werde ich mich auf den hier, wie gesagt, konzentrieren. Das ist jetzt schon meine dritte oder vierte Tube, die ich jemals gekauft habe. Und ich finde ihn so gut. Der Fineliner vorne ist so schön dünn. Also ihr könnt wirklich sehr präzise mit dem arbeiten. Das ist wirklich gar kein Thema. Und ja, ich mag den, wie gesagt, sehr. Und das ist so mein Liebster. Jetzt müssen wir alle durchatmen. Seid ihr bereit für die Lippenabteilung? ich habe mich versucht, wirklich nur auf diese Produkte zu konzentrieren, die ich wirklich fast nur genommen habe und ohne die ich mir mein Leben nicht mehr vorstellen kann. Sagen wir es mal so. Ich habe mir auch extra Feuchttücher hier hingelegt, weil ich will euch heute alles swatchen. Meine andere Cousine, die letztens da war, hat auch gesagt, also wenn ich an eine Sache, was Make-up betrifft, bei dir denken muss, dann ist eigentlich Lippenstift. Weil alles, was ich bei dir sehe, ist Lippenstift. Und so ist es tatsächlich auch. Also das ist das ist mein liebster Step, wenn ich mein Make-up mache, Lippenstifte. Und Lippenstifte mixen und oh, ich liebe es. Ich fange mal mit Liplinern an und da fange ich zuallererst mit MAC Stone an. Ich hatte früher Angst vor Stone. Heute kann ich nicht mehr ohne ihn leben. Und zwar sieht die Farbe so aus. Das ist so ein richtig dunkelgrau, braun, mauve, alles Mögliche ist da drin. So sieht die Farbe aus. Und die ist so geil für Nude Lips. Weil ich persönlich habe keinen Lippenstift, der dem jetzt alleine der Farbe sehr ähnlich sieht. Habe ich einfach nicht. Nein, ich trage den heute nicht, ich trage einen anderen heute. Aber im letzten Video zum Beispiel habe ich euch ihn gezeigt und ich finde ihn so geil, weil er halt so einen leichten Schatten... Ein Moment, mein Feuer ist vorbei. Oh, ich muss mich beeilen. Mein Bergretter ist gleich im Fernsehen. Also, das ist wie gesagt eine ganz, ganz tolle Farbe und ich finde ihn so geil für Nude Lips und kann ihn mir nicht mehr wegdenken. Dann der zweite Lip Liner, den ich unglaublich toll finde. Ich trage ihn auch heute. So ein bisschen kann man ihn noch erkennen. Und zwar von Jeffree Star, den Celebrity Skin. Oh, so sieht der hier aus. Ja, das ist so ein cremiger Lip Liner. Das ist echt Wahnsinn. Ich versuche, dass man das jetzt mal hier erkennt. Einen Moment. Also. So cremig. So. Ich drücke fast kaum drauf. Also, Hammer. Ich finde das so toll, dass der so cremig ist im Auftrag. Also die Spitze ist dadurch halt leicht schnell wieder weg. Ich habe den vorhin erst gespitzt. Das ist halt so das einzige Problem, finde ich, mit ihm. Aber ansonsten, ich mag den so, 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 so sehr. Und wie gesagt, das ist... auf den Lippen, was ich heute drauf habe. Ich zeige euch natürlich die ganze Kombination. Aber das sind so die zwei Lip Liner, die ich halt wirklich nonstop genutzt habe. Arbeiten wir die Lippenkombination ab, die ich jetzt gerade drauf habe. Sonst werde ich wahnsinnig. Leider gibt es diesen Lippenstift nicht mehr zu kaufen. Aber viele möchten ja sowieso nicht bei ihr bestellen. Deshalb fühle ich mich auch nicht immer so schlecht, wenn ich ihn zeige. Aber ich liebe ihn. Und zwar von KKW Beauty, die Farbe Love. Das war in ihrer Wedding Anniversary Kollektion. Und der ist so schön. Das einzige Manko, was ich hier bei diesen Sachen habe, ich meine, die Optik geht. Aber das ist so billig. Das ist richtig billig, dieses Produkt. Also... Er riecht auch richtig billig. Der riecht wie diese Kinderschminke, die man kaufen kann. So Karnevals-Make-up oder so. So billig. Und der hat so einen peachig, warmen, pinken Unterton. Sieht natürlich wieder ganz anders aus als auf der Website oder auf Bildern, die sie drauf hat, wo sie ihn drauf hat. Aber so schön und er ist so cremig und hat so ein leichtes glossy Finish. Ich muss mal weiter weg, weil sonst sieht das so sehr rosa aus. So sieht die Farbe aus. Und ich finde die so schön, diese Farbe. Ich freue mich auch schon total wieder, den im Sommer zu nehmen,
weil ich habe ihn ja lange Zeit dann nicht genommen. Ihr wisst, ich lasse immer viele Sachen liegen, wenn ja, das für mich, sage ich mal, was Besonderes oder so ist. Ja, aber den finde ich so schön. Jetzt kommt mein Freund nach Hause. Darüber habe ich die Farbe Flashpot von MAC. Also hier. Ja, und das ist die Farbe Flashpot von MAC. Das ist diese hier. Und das habe ich halt, wie gesagt, in Kombination drauf. Und ich finde das so eine schöne Farbe. Also wenn ich es mir mixen könnte, selber als Lippenstift, ich mache das mal hier noch drüber, würde ich das auf jeden Fall machen. Also das ist jetzt nochmal Flashpot über KKW. So, so schön. Wie gesagt, ich habe auch wieder so eine Liebe für MAC-Lippenstifte irgendwie entwickelt. Und darüber habe ich zwei Glosse. Und der nächste Gloss ist mein Lieblingsgloss aus dem Jahr. Also das ist die Nummer 1. Und zwar von Hourglass, die Farbe Sublime. Und die Glosse heißen Unreal. Und die riechen so schön minzig. Hammer, so wie After Eight. Und die haben auch so einen schönen Applikator. Der ist schön flach, der ist schön groß. Und die Farbe ist fast identisch mit dem, was ich mir hier zusammengemischt habe. Wenn man den aufträgt. Also ich berühre jetzt mal zum Beispiel diesen Misch von KKW und MAC, dass ihr es sehen könnt. Da. Das ist fast identisch. Und das halt über die Lippen. Und dann sieht das einfach aus wie eine Farbe, die glossier geworden ist. Also Hammer. Und dieser Lipgloss, ich meine, ihr könnt es jetzt hier erkennen, der ist so pigmentiert, dass da gar nichts mehr durchscheint. Das ist so schön, das gefällt mir so gut, dass das nicht so einer ist, wo man auch so immer wieder rein muss und dass man dann kaum was auf den Lippen hat und dann verschmiert man sich nur die Sachen noch unten drunter. Das ist hier zum Glück nicht der Fall. Also das sind ganz tolle Glosse, die müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Und vor allem die Farbe Sublime finde ich einfach Hammer. Und darüber habe ich noch einen Topper, den ich eigentlich fast immer benutze, wenn ich was toppen möchte, weil ich ja in diese pinkige Richtung gegangen bin, wie ihr wisst. Und zwar von Dose of Colors, der hier. Das war von Desi und Katie. Das war die Farbe The Most. Das ist der Topper hier. Und den mache ich euch mal hier unten drunter. Und der hat so rosane Glitzerpigmente mit drin. Ich hoffe, dass man das sehen kann, aber ich glaube eher nicht, dass das in der Kamera so gut rüberkommt. So vielleicht. Also ganz toll. Und den habe ich immer nur in der Mitte und ich mache dann so, das habe ich von Scott Barnes, so. So. Und schiebe das so nach oben, dass das mehr Richtung Außenrand geht. Und dann halt hier unten und das halt nur in der Mitte wirklich, dass halt mehr diese Glitzerpigmente so in der Mitte halt drauf sind. Und das ist so schön. Ich finde, das sieht aus wie so Glaslippen dadurch. Hammer. Hammer-Kombination. Dann habe ich noch drei Lippenstifte und ein Lippenprodukt. Dann haben wir hier einmal die Farbe von Kylie Kardashian und Khloe Kardashian, die Farbe Allergic to Bullshit. Das ist eine matte Farbe und die sieht so aus und ich finde sie einfach wunderschön. Der hier. Hammerfarbe. Dann auch von Kylie, Entschuldigung, die Farbe Build to Last. Die war, glaube ich, aus dem Valentinstags-Kit. Ich meine aber, dass sie sie jetzt ins Standard geholt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ich trage sie mal neben Coco. Da. Build to Last und das ist Allergic to Bullshit. Und die zwei sind einfach, ja, so eine schöne Kombination geworden. Die trage ich im Frühling, im Sommer, im Winter. Das ist mir total egal. Ich mag die zwei so sehr. Und ich persönlich bin ein Riesenfan der Kylie Lippenstifte. Und der letzte Gloss, den habe ich von meiner Mami geschenkt bekommen. Und zwar von Marc Jacobs. Das sind diese Gloss Sticks. Enamored Gloss Sticks heißen die. Und er ist in der Farbe Mocha Choco Latte. Sugar Sugar ist so Hammer. Aber der hier ist so ein bisschen wärmlicher noch. So ein schöner Gloss, der hier außen. Und die nehme ich zum Beispiel sehr oft mit in der Handtasche. Aktuell in der Handtasche ist halt Sugar Sugar, weil den trage ich
im Büro sehr, sehr oft oder wenn wir das Büro verlassen müssen und ich gehe wohin, dann schmier ich mir den so schnell drauf. Einfach Sugar Sugar ist Hammer. Aber der hier ist so schön. Und ihr seht, farblich ist das alles halt so ein bisschen gleich. Und das war so die Farbe, auf die ich 2019 unglaublich abgefahren bin. Also, ja, es tut mir leid. Vorenthalten möchte, weil das gehört zu meiner täglichen Routine. Und zwar ist das von Best Damn Beauty die Lippenmaske. Ich kann euch gar nicht genau sagen, ob das alles noch so angesagt ist oder nicht. Das war die Marke von Nicole Guerrero. Und sie hat das auch in den Videos immer genommen und seit ein paar Jahren nimmt sie sie auch selber gar nicht mehr so. Sie riecht erstens total gut und wie gesagt, ich bin halt total der Fan von ihr, wie ihr seht. Da ist schon gut was drin. Und das ist das Erste, was ich mache, wenn ich mich hinsetze und schminke. Ich gehe mit dem Ringfinger hier rein, trage mir das auf und dann zieht das halt quasi schon mal ein. Und bis ich fertig bin, ist es auch quasi so parat, dass ich schon Lippenstift drauf machen könnte. Wenn ich einen Liquid Lipstick nehme, nehme ich einmal ein Stück Küchenpapier und mache die Lippen so zusammen, nehme das ein bisschen runter und schminke sie dann. Dann hält das halt super. Und ja, also ich mag die so sehr. Ich benutze sie am Wochenende. Ich benutze sie wirklich täglich, weil ich habe sehr mit trockenen Lippen zu kämpfen. Und die hilft da sehr, sehr gut dagegen. Das war dann auch schon die Lippenabteilung. Dann kommen wir zu der letzten Make-up-Abteilung. Und zwar ist das von Urban Decay, das D-Slick Setting Spray. Ihr wisst alle, wie sehr ich dieses Spray liebe. Und ich kann nicht mehr ohne das Spray. Und ich habe mir jetzt erst wieder eine neue Bottle bestellt. Ich liebe das einfach. Das ist so... Ja. Das ist das beste Setting Spray. Es tut mir leid, also... Ich liebe es so, so sehr. Das wird ja jetzt umbenannt in das All-Nighter Ultra Matte oder so. Ich hoffe, dass die Formulierung gleich geblieben ist. Urban Decay hat mir geschrieben, es ist das Gleiche. Weil ihr wenn nicht. ja, das ist für mich, wie gesagt, das beste Setting Spray. Ich kann das wirklich allen, gerade mit öliger Haut, empfehlen. Das ja, hält einfach alles wirklich super gut zusammen und nimmt auch diesen ganzen Pudereffekt nochmal weg, wenn ihr es ein bisschen übertrieben habt oder... Es vermischt den Bronzer und den Blush sehr, sehr gut, wenn das halt eingezogen ist. Ich finde das super und kann nicht mehr ohne. Und dann möchte ich euch noch mein Lieblingsparfüm aus diesem Jahr zeigen. Das hat mir jetzt auch der Weihnachtsmann gebracht, aber ich habe es halt als Pröbchen mehrfach. Und das war das geilste Parfüm aller Zeiten. Und zwar ist das von Zadig & Voltaire, Girls Can Do Anything. Und es hat für mich das Alien fast abgelöst, weil ich habe das gerochen damals und war... sofort verliebt, also das ist so ein geiler Duft und ich kann es euch nicht genau beschreiben. Es riecht schon ein bisschen erwachsener, also mit 16 glaube ich hätte mir das jetzt nicht gefallen, aber oh, das ist auch Hammer. Und mein Freund wusste nicht, dass ich mir das halt quasi wünsche und hat das dann gesehen, dass ich das geschenkt bekommen habe und hat gesagt, oh, das Parfüm ist so geil, ich habe letztens im Rewe oder so eine Frau angehalten, ich dachte, sie riechen ja so gut, da hat gesagt, das ist Zadig & Voltaire und hat ihm das dann gezeigt und das war halt genau dieses Parfüm. Und ja, also Zadig & Voltaire, Girls Can Do Anything ist mein absoluter Lieblingsduft dieses Jahr gewesen. Ich habe mich durch mehrere Pröbchen geschnorrt, bis ich es dann jetzt zum Glück zu Weihnachten bekommen habe. Und ja, das wollte ich euch einfach zeigen, weil das ist so ein geiles Parfüm. Ja, ihr Hübschen, das waren dann alle meine Favoriten aus 2019, ohne die ich nicht mehr könnte. Das waren so die Sachen, die ich mir rausgepickt habe, auch aus allen Favoriten, wo ich sage, das war einfach das, was mich glücklich gemacht hat. Also das waren so die mit die besten Sachen, die jetzt rausgekommen sind dieses Jahr. Teilweise neue Sachen, natürlich auch wieder teilweise Sachen dabei, die ich auch letztes Jahr schon toll fand, aber... Ja, das sind so meine Picks und bei den Lippen habe ich es versucht, halt, klar, es ist natürlich übertrieben, die Anzahl der Sachen, die ich euch gezeigt habe oder was ich mir zusammenmische, aber das waren jetzt halt so die Sachen, wo ich sage, okay, die und die kann ich nicht, auf die kann ich nicht verzichten. Der Rest sind auch alles meine Liebhaber, ich liebe alle und ja, habe meine Liebe zu MAC-Lippenstiften wieder entdeckt durch Flashboard. Ich habe mir noch eine neue Farbe jetzt geholt dieses Jahr. Und ja, das war alles. Ich meine, mein Teppich ist voll. Ich mache mal gleich ein Bild und blende euch das ein.
Ich möchte mich natürlich bei allen Zuschauern bedanken, die mich 2019 begleitet haben. Ich hatte so ein bisschen Höhen und Tiefen dieses Jahr. Ihr habt das alles mit mir miterlebt. Ihr wart auch alle für mich da. Habt mir immer geschrieben, hier, wie geht's dir denn? Wir haben so lange nichts mehr gehört. Wir vermissen deine Videos. Danke wirklich an alle. Auch danke an alle neuen Zuschauer, die dazu gekommen sind. Ja, also es war ein Jahr, das auf und ab ging, aber es war trotzdem ein wunderschönes Jahr und ich freue mich auf 2020, auf alles, was wir zusammen erleben, auf alles, was mir noch bevorsteht. Schreibt mir noch mal unten in die Kommentare, was so eure Favoriten dieses Jahr waren. Habt ihr Sachen, wo ihr sagt, okay, ich habe da was entdeckt, ohne das kann ich nicht mehr. Das war das Nonplusultra 2019. Gibt es etwas, das ihr vielleicht nicht so gut fandet? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Das habe ich jetzt nicht nur hier reingemacht, weil ich wollte nicht jetzt über eine Stunde hier sitzen. Das ist, glaube ich, so schon lang genug, weil ich bin eben gerade durch einen Akku gegangen. Ich musste den wechseln. Ja, aber schreibt mir das mal alles unten in die Kommentare. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Und auch zu den Sachen, die ihr so im Video jetzt hier gesehen habt. Ist da was dabei, das ihr mögt? Ist da was dabei, wo ihr sagt, das funktioniert bei mir nicht so oder das hätte ich gerne? Schreibt mir das alles mal unten rein und falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Und ich freue mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Ja, ihr Leute, das war's. Das war das Jahr 2019. Wir haben jetzt 2020. Ein ganzes Jahr liegt wieder vor uns. Ich hoffe, es wird für euch alle da draußen ein grandioses Jahr, dass alle gesund bleiben und dass wir uns weiterhin hier treffen und etwas über Make-up plaudern. Ich habe euch alle lieb. Macht's gut. Tschüss, bis demnächst.